Hallo und herzlich willkommen bei Silvis Next Time. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wie versprochen nehme ich euch mit in meine kleine Modellage mit dem Fiberglasgehen von der lieben Monika Wolters von der Nagel Design Werkstatt. Und zwar haben wir diesmal, wie schon bereits schon vorgestellt, werde ich heute verwenden das French Gel Soft Weiß, denn ich möchte mit euch auch einen Babyboomer erarbeiten. Wir werden arbeiten mit dem Extreme Fiber Premium und mit dem Premium Fiber Camouflage. Ja, wir werden beide Sachen miteinander kombinieren, einfach um euch zu zeigen, wie verhält sich das. Aber wir entscheiden das live. Also ich nehme euch da jetzt mit. Ich habe meine Nägel abgefeilt, ich habe sie vorbereitet, Nagelhaut entfernt etc. Das wisst ihr ja schon, wie man so etwas macht. Und beginne jetzt aber, weil ich vorher natürlich anderes Material verwendet habe, den tollen Ultra Bond bzw. den Moonlight Spezial Bonder von der Monika. Der ist ja ein Haftvermittler und ein Haftgel in dem Sinn und ein Bonder, der unter UV und LED aushärtet. Dafür braucht man ziemlich wenig, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen, obwohl man jetzt auch mit dem Fiberglasgel in dem Moment mit einer dünnen Schicht das einarbeiten kann und das eigentlich auch funktionieren sollte. Ich gehe heute auf Nummer sicher und nehme mir aber diesen extremen Bonder und ich werde mir den Pinsel hier zur Seite nehmen, den ich euch auch schon vorgestellt habe, diesen Steckpinsel, weil der hier vorne natürlich eine schöne abgerundete Spitze hat. Damit kann ich gut einarbeiten, gerade wenn es um dieses Bondergel geht. Und zwar braucht ihr dafür natürlich, das ist ja in so einer Flasche drin, da braucht ihr wirklich nur einen Tropfen, den setzt ihr euch an der Stelle oben oberhalb ab und dann könnt ihr eigentlich schon beginnen. Ich nehme euch jetzt mal in den ersten Teil mit rein, nämlich in meinen Daumen und setze mir das hier vorne an und arbeite mich in wackelnden, schlängelnden Bewegungen nach vorn. Ihr braucht da wirklich sehr, sehr wenig. Ihr könnt hier wirklich sehr, sehr präzise arbeiten und vor allen Dingen, ihr habt die Möglichkeit, immer wieder drüber zu streichen und immer wieder, bis ihr das Gefühl habt, ihr habt das genug einmassiert, damit das halt auch eine Haftung übernimmt. Generell mache ich das eigentlich weniger mit dem Spezialbonder, weil ich mit Fiberglas eigentlich immer arbeite und nehme mir eigentlich das klare normale Fiberglasgel als Haftschicht. Das funktioniert ganz gut. Hierbei ist vielleicht zu beachten, damit so etwas auch immer hält, weil es gibt ja immer Nachfragen, dass es nicht so angeblich hält oder dass es zu Liftings kommt. Das passiert euch nicht, wenn ihr eure Nägel gut vorbereitet. Das heißt natürlich auch nicht buffern. Na, das machen auch sehr, sehr viele falsch, beziehungsweise ja, man hat das früher gelernt, auch ich in meinen 90er Jahren, wo ich angefangen habe zu lernen. Jedoch ist da der Nagel ein wenig geklettet. Es soll ja in den Nagel einmassiert werden, damit halt die Haftung da ist. Und von daher solltet ihr eigentlich mehr oder weniger nur eine 180er Feile nehmen. Also ihr könnt mir auch mit einer 150er Feile, aber ich bin ja unterschiedlich, sage ich jetzt mal so. Also 150er funktioniert ganz gut, die finde ich aber doch schon noch ein bisschen zu grob. Die 180er, die ist dann schon ein bisschen besser. Und damit bearbeitet ihr den Naturnagel ganz leicht und sanft. Daran müsst ihr auch immer denken. Und dann könnt ihr eigentlich dasselbe, wie ich jetzt mit dem Bonder gemacht habe, gut einmassieren und da passiert euch eigentlich nichts. Ich gehe jetzt für 60 Sekunden, wie gesagt, unter meine UV-LED. Ich habe eine 48 Watt LED-Lampe. Hier kann ich jetzt sagen zu diesem Moonlight Bonder, es wird auch nicht heiß. Es ist ja auch ganz dünn aufgetragen, von daher dürfte das auch gar nicht sein. Und da reichen euch bei diesen UV-LED oder Kombinationslampen 60 Sekunden aus. Und das haben wir jetzt hier.
Und dann machen wir einfach weiter. Ich mache das jetzt hier in meine Flasche noch ein bisschen sauber. Da hat sich ein bisschen ein kleiner Tropfen hoch empor gehangelt. Den machen wir natürlich zu. So, und jetzt möchte ich natürlich, ich möchte einen Babyboomer arbeiten. Und was mache ich da am allerbesten? Ich nehme mir einen schönen Modellagepinsel, damit ich mich für diesen Steckpinsel entscheiden von der Monika, weil der hier so eine richtige spitze Katzentunge hat. Also mir liegt dieses eigentlich sehr, sehr gut beim Modellieren. Und ich fange da eigentlich schon an mit einmal Fiber Camouflage und mit dem Soft Weiß. Bin jetzt gerade am Überlegen. Nee, wir fangen mit dem Soft Weiß an. Beziehungsweise, nein, wir müssen ja doch nochmal eine Haftschicht machen. Wir gehen auf Nummer sicher. Ich nehme jetzt das Camouflage Gel und setze da eine kleine dünne Schicht, sodass der Nagel ein wenig schon abgedeckt ist. Na, ihr habt da hier das schon mal gesehen von der Farbe. Ich finde die Farbe ja wunderschön und finde auch, dass das definitiv fast für alle Nagelhauttypen eigentlich passt. Ich setze mir jetzt hier von so ein bisschen in dem Bereich alles so ein bisschen ab. Streiche es schon ein bisschen nach oben, weil ich will nur eine dünne Streichschicht machen, dass mein Übergang halt schon hier relativ gut bearbeitet ist. Was ich sagen kann, es hat ja so leichte Partikel drin, aber die, sobald ihr auch mit dem Pinsel da reingeht, verflüssigt sich das ja schon fast. Also da habt ihr keinen Grissel mit drin, wie man es manchmal bei Fiberglasgelen hat. Und ich streiche das auch hier immer schön nach vorn ordentlich aus. Das muss jetzt hier noch nicht ganz so akkurat an der richtigen Stelle sitzen. Dünn ist die Devise. Wir wollen ja nur eine kurze Haftschicht haben. Ich arbeite das natürlich hier vorne schön ein und streiche es dann nochmal aus. Damit wir keine Kante haben, nehmt euch da ruhig nochmal eine Zellette, sodass ihr euch den trocken abwischt. Und dann, dass ihr hier an dem Nagelrand, hier in dem Bereich, dann keine Kante habt, guckt ihr schön, dass ihr das nach vorn zieht. Ja, sodass euch beim Rauswuchs definitiv nur eine leichte Abdeckung da ist und keine Wurst in dem Sinn. Es lässt sich super toll auftragen. Huch, hier habe ich noch ein bisschen was wahrscheinlich im Pinsel gehabt. Das wollen wir natürlich nicht. Und ihr seht, es zieht sich wunderbar glatt. Sehr, sehr schön. Ihr guckt natürlich, dass ihr nicht in die Ränder gekommen seid. Das muss ich jetzt mal fern von der Kamera prüfen. Und dann wieder für 60 Sekunden in die Lampe. Ich lasse euch ohne Schnitt jetzt dabei. Nur bei den anderen Fingern hole ich euch dann jeweils dazu, wenn ich ein paar Schritte schon vorgearbeitet habe. Ja, was kann ich euch zu diesen tollen Modellagegelen sagen? Also diese Fiberglas Gele sind natürlich sehr, sehr hart. Sie sind sehr, sehr stabil. Ja, ihr könnt mit diesem Camouflage-Modellage-Gel auch aufbauen. Das werden wir natürlich dann auch gucken, wie wir das mit dem Babyboomer zusammen machen. Es gibt ja verschiedene Varianten, wie ihr Babyboomer arbeiten könnt. Und ich möchte halt wirklich eine schöne, neutrale und ja, eine dezente Modellage in meiner Hand haben. So könnt ihr eigentlich immer gewährleisten, wenn ihr auch mal Farbgel auftragt und ihr habt da keine Lust mehr drauf, dann habt ihr eine schöne Untergrundunterlage, beziehungsweise Unterlage. Ihr wisst schon, was ich meine. Eine Grundlage, die euch ein schönes Bild macht. Ne? Das ist jetzt ausgehärtet für 60 Sekunden. Das sieht schon richtig schön aus. Ist natürlich hier noch nicht ganz abgedeckt, klar. Das erreichen wir ja dann sowieso, wenn wir jetzt hier mit diesem mit dem Weiß, mit dem Softweiß noch arbeiten. Ich muss jetzt mal ein bisschen hier rumkreiben, dass ich euch nicht unbedingt jeden Schritt, wie ich einen Pinsel sauber mache, mit dazu nehme. Aber das gehört ja dazu, wenn man das macht ohne Schnitt.
Ja, jetzt werden wir das Farbgel Soft Weiß verwenden, denn ich möchte ja einen Babyboomer kreieren. Von daher brauche ich ein schönes softes Weiß. Das habe ich euch ja in der Präsentation schon gezeigt. Das ist wirklich jetzt kein so ein Tippex-Weiß, was natürlich auch sehr schön ist, weil der Babyboomer soll ja ein bisschen ja, dezent aussehen. Ne? Wir wollen da ja nicht, dass uns die Spitze dann so extrem aussieht. Wobei, ich werde euch das bestimmt auch demnächst einfach mal mit zeigen. Ich arbeite auch manchmal mit Tippex-Weiß. Und warum mache ich das? Weil ich dann doch noch mit einem Camouflage zum Teil drüber gehe und damit nehme ich mir aus der Spitze auch diese extreme Tippex-Farbe. Ne? So, wir setzen für den Babyboomer, ich muss jetzt mal ein bisschen gucken, wie ich hier am besten arbeiten kann mit der Kamera. Ich setze mir das hier oben an der Spitze ab. Da ich mir jetzt eine neue Nagelform gemacht habe, muss ich jetzt auch ein bisschen umdenken. Ich habe sonst immer eine Ballerina getragen. Jetzt habe ich mir das doch ein bisschen anders gefeilt, so eine schöne Mandel. Ich setze das relativ großzügig hier oben ab. Und dann müsst ihr gucken, dass ihr die Spitze schön ummantelt auch. Man kann aber auch ein zweites Mal noch drum gehen. Das ist also auch kein Problem. Und zieht euch gern hier an der Seite das Weiß mit hinein. Das heißt, wenn ihr dann eine neutrale French-Linie zaubern wollt, trotz Babyboomer, sieht das eigentlich immer sehr, sehr schön aus. Also ruhig noch mal ein bisschen mehr nehmen hier oben, weil wir streichen das dann alles noch ein bisschen aus. Und hier ziehe ich mir das auch ein bisschen nach vorn. An die Seite, dass das wie so eine schöne Extreme French Line hat. Natürlich seht ihr, dass das jetzt hier viel zu dick aufgetragen ist, aber das wird sich gleich ändern. Wir werden das jetzt hier ein bisschen gerade ziehen. Wir werden das hier an den Seiten auch ein bisschen noch ziehen, so dass ihr hier den Abschluss habt und dann nicht mit dem Pinsel noch mal woanders dran müsst, ne, an den Seiten. Ich arbeite mir das wirklich, versuche das. Oh, war aus der Kamera raus. Entschuldigung bitte. Manchmal ist es schwer, so versetzt zu arbeiten. Das wissen aber die meisten, denke ich mal, die so etwas auch machen. Und jetzt ziehe ich mir hier noch ein bisschen die French-Linie noch ein bisschen so zur Seite und hier oben versuche ich dann die Schatten dann auch noch ein bisschen auszuarbeiten. Wobei man kann aber ein zweites Mal drüber gehen und das dann auch noch mal verstreichen. So, ich habe jetzt relativ gut vorgearbeitet. Jetzt nehme ich mir, jetzt muss ich mir mal hier ein bisschen Platz schaffen, den tollen Kammpinsel, den ich euch von der Monika gezeigt habe. Das ist also hervorragend, der Pinsel, um Babyboomer zu gestalten. Und ihr seht ja, wie toll diese Fasern, könnt ihr das sehen? Ja, ne? So schön weich sind und auseinandergehen. Und damit könnt ihr das wunderbar verziehen. Also das ist eins der besten ja, Pinsel, die ich bisher in der Hand hatte, muss ich sagen. Weil der sehr, sehr weich und sehr, sehr lang ist. Hier eine gute Spannung hat. Aber das habe ich euch ja alles schon erzählt. So, jetzt geht ihr mit den Spitzen. Wirklich nur mit den Spitzen, ein bisschen so im 45-Grad-Winkel geht ihr da rein und zieht euch ganz vorsichtig diese Kante nach unten, bis ihr das leicht verzogen habt. Und dann gerne ein bisschen nach unten ausziehen. Runterziehen, aber ganz vorsichtig, also nicht doll drauf den Pinsel, sondern wirklich nur an der Oberfläche schwebend nach unten ziehen. Und so kommt ihr ja auch hier an den Seiten sehr schön hier ran
Und das finde ich auch immer schön, wenn das dann schön verarbeitet ist und nach unten gezogen. Da werdet ihr merken, dass das eine schöne Spitze letztendlich ergibt. Jetzt merke ich aber gerade, dass mir hier oben zu viel fehlt. Ich möchte das doch noch ein bisschen intensiver haben. Nehme ich mir noch mal von dem Gel auf, setze es mir noch mal hier oben an, wie so eine Art Perle. Ziehe mir es so weit runter, wie ich es gern doch noch haben möchte. Und ziehe gleichmäßig zu den Seiten. Da darf das ruhig wie so eine, ja, wie so eine kleine Wurst aussehen. Ist also gar nicht so schlimm, weil wir verstreichen das Ganze ja noch. Natürlich könnt ihr da auch noch mal nach oben arbeiten. Wir wollen ja dann auch noch mal gucken nach dem Aushärten, ob das langt oder ob wir dann doch noch mal dran müssen. Also das müssen wir alles jetzt ein bisschen austesten. Da müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Jeder Babyboomer, die einen hassen es, die anderen lieben es. Es ist auch eine wirklich eine geduldige Arbeit, sage ich jetzt mal. Aber es gibt natürlich verschiedene Techniken, wo ihr euch auch ein bisschen leichter tut. Aber für dieses Video versuche ich es so langsam wie möglich zu machen, dass ihr ja Schritt für Schritt dabei seid. So. Jetzt habe ich mir das doch noch ein bisschen runtergezogen, weil wir haben ja doch einen langen Nagel. Und jetzt werden wir das noch mal verziehen. Zwischendurch immer dran denken, die Pinsel sauber machen. Passiert mir ja auch immer. Jetzt gehe ich hier wieder ran. Jetzt gehe ich aber hier von der Seite zuerst ran und ziehe mir das jetzt hier so schräg rein. So, als wenn ich jetzt in die Smileline so ein bisschen das reinziehe. Ja, dass die Smileline bleibt. Nee, sieht nicht so schön aus. Wir machen es doch gerade. Ihr seht, ich muss das auch immer spontan entscheiden. Das kann ich nicht immer so sagen, wie man das am besten verzieht. Das seht ihr dann, wenn ihr mit dem Pinsel arbeitet, wie verhält sich es auf dem Nagel, wie verhält sich es hier. Dann zieht ihr das euch wieder runter, macht den Pinsel zwischendurch noch mal trocken, dass euch hier nicht zu viel von dem Gel dann am Nagel hängt. Hier ruhig auch noch mal von unten nach oben arbeiten, dass das alles gut vermischt ist. Dann habt ihr da eigentlich einen schönen Übergang. Jetzt merke ich, dass ich hier zu schön nach unten gekommen bin. Das gefällt mir ein bisschen besser. Also brauche ich hier doch noch mal ein bisschen von dem Gel. Nehme mir da nur ein ganz kleines bisschen an die Spitze und setze mir hier praktisch diesen Tropfen an und ziehe das mir hier ein bisschen runter, wie ich es bei der anderen Seite habe. Das soll ja auch ein bisschen gleichmäßiger aussehen. Aber sowas, na, das ist natürlich immer eine Friemelei. Aber es lohnt sich, verspreche es euch. Also seht ihr jetzt hier, das ist ein schönes Smileline. Dann zieht ihr hier nochmal raus. Und dann ist das ein schöner Übergang. So, und dann würde ich sagen, wir härten das jetzt erstmal an. Und dann können wir schon sehen, wie sich's verhält. Ob wir nochmal drüber müssen oder ob wir hier jetzt dann schön ausgleichen mit dem Camouflage. So, das Ganze geben wir jetzt in die Lampe. Wobei, ihr müsst auch nochmal schauen, ob hier vorn euer Nagel noch das Weiß gut in der Spitze hat, das verläuft manchmal noch oder zieht sich zusammen, dann müsst ihr hier an der Spitze noch ein bisschen arbeiten. Das heißt, ihr müsst euch das wirklich versuchen, hier an die Spitze heranzuarbeiten. Jetzt bin ich natürlich
An der Kamera hänge ich hier ein bisschen fest. Ich hoffe, ich kann euch immer im Bild halten. Das ist immer recht schwierig hier. Also setzt hier ruhig nochmal an dem Rand an. Letztendlich fallt ihr ja dann die Form dann später ja sowieso nochmal zurecht. Aber so, dass ihr dann halt wirklich hier so eine Art Übergang habt. So. Ja, dann gehen wir mal in die Lampe. Auch wieder für 60 Sekunden. Ich lasse euch da komplett dabei, sodass ihr einen Nagel komplett bei mir seht. Vom Wärmeverhalten muss ich sagen, es wird leicht, also minimal wird es ein bisschen warm. Aber ganz minimal, also man merkt jetzt nichts Aufwendiges oder ja, dass es richtig gehend dann nachzieht, gar nicht. Also auch schon mal Kompliment. Das ist nicht bei allen Fiberglasgehen so der Fall. Das gefällt mir schon mal ganz super. Es lässt sich auch gut verarbeiten, wie gesagt. Ihr habt ja gesehen, sobald man mit dem Pinsel drin ist, also man kann da wirklich gut arbeiten. Und es lässt sich gut verteilen. Ja, was kann ich euch noch dazu sagen, damit ich euch die Zeit überbrücken kann? ja, also wie gesagt, mit dem Pinsel bin ich sehr, sehr zufrieden, weil der wirklich an den Spitzen eine ganz weiche Auflage hat und aber trotzdem unten zur Zwinge hin wunderbar eine Spannung hat. So. Jetzt machen wir weiter, indem wir mit dem Fiberglas Camouflage arbeiten. Und da möchte ich natürlich dann auch gleichzeitig aufbauen. Deswegen nehme ich mir da jetzt erstmal eine gute Menge auf. Ich muss mal gucken, wie ich hier am besten arbeite, um euch da immer ein bisschen im Bild zu haben. Dass ich hier nichts daneben habe. So. Setze mir das hier unten ab. Das wird wahrscheinlich ein bisschen zu wenig sein. Ja, dann nehmen wir mal gleich noch eine Menge auf. Es liegt jetzt natürlich auch an diesem etwas kleineren Pinsel. Bin da manchmal arbeite ich mal mit 6er oder 8er Pinseln, wo ich ein bisschen besser zurechtkomme, aber das lässt sich auch so verteilen. So, ich verteile mir es jetzt hier wieder bis in den Rand hinein, drücke mir das an und das lässt sich mit den Pinseln hier wunderbar machen. Ich muss sagen, ich bin zufrieden. Der Pinsel lässt sich gut in der Hand führen. Und jetzt müsst ihr hier an den Seiten gut verteilen. Leicht nach oben ziehen. Das gleiche mache ich jetzt an dieser Seite. Das ist gleichmäßig in den Kanten verteilt ist. Ich kann sagen, also das ist wirklich sehr, sehr schön, dass es Entschuldigung, fast verschluckt. Das lässt sich richtig hammermäßig verteilen hier. Und es ist sehr fluffig, sobald ihr den Pinsel drin habt. Im Gel lässt sich das super verarbeiten. Und bis jetzt läuft es mir nicht in den Rand. Also große Klasse. Und das wollen wir ja auch. Wir wollen ja auch nicht, dass uns das hier so in die Ränder läuft. So, ich habe mich jetzt aber entschieden, weil das hier wirklich sehr deckend ist, erstmal die Grundmodellage zu ziehen. Hier muss ich dann noch mal ein bisschen raus. Und jetzt mache ich hier vorne an der Spitze, ja. Ihr seht ja, dass ich da ein bisschen hochgekommen bin. Möchte ich ja gar nicht. Ich möchte es aber hier so ein bisschen verteilen. Ihr habt ja noch ein bisschen was am Pinsel drin. Müsst ihr mal gucken, so ein bisschen ausstreichen, ne? Sodass ihr hier
wenn ihr den Nagel so habt, ganz sanft drüber geht. Wir gehen ja dann nochmal mit dem klaren nochmal drüber. Aber ganz dünn. Ja, also wir wollen ja hier keine Make-up-Spitze, sondern wir wollen ja den Babyboom erhalten. Da ruhig noch mal ein bisschen abnehmen an der Spitze, so dass ihr, das habe ich hier ein bisschen gesaut, ich muss mal kurz aus dem Bild, da hängt mir zu viel im Pinsel drin. Jetzt wird mir das hier so ein bisschen zu viel. Ich möchte hier nicht zu viel von dem Camouflage drüber haben, sondern wirklich nur, dass wir einen sanften Übergang erreichen. Das könnt ihr dann so ein bisschen ausgleichen. Und weil ich merke, dass ich hier an dem Übergang keine saubere Kante trotzdem habe, ziehe ich hier noch mal drüber. Und hier noch mal. Müsst ihr das auch noch mal ein bisschen kontrollieren, wenn ihr das jetzt hier so seht. Jetzt ist es mir natürlich doch in die Ränder gelaufen. Gut, ich habe jetzt natürlich auch viel Zeit verbraucht, muss ich sagen. Deswegen geht mit einem Pinsel da noch mal rein, zieht am Rand weg, damit ihr da keine Probleme habt. Dann geht ihr noch mal mit dem Daumen nach unten. Ihr seht, ich habe hier noch mit Silber unten drunter gearbeitet. Das werde ich mir dann auch noch mal wegfeilen. Das seht ihr ja dann im Endergebnis auch noch mal. Da nehme ich euch ja dann dazu. So, wenn ihr das gemacht habt, seht ihr, hat sich das Gel wieder gut verzogen. Ich gehe aber hier unten auch noch mal drüber. Das schaue mir das noch mal an, dass es da nicht verlaufen ist. Nein, ist es nicht. Und so gehe ich jetzt in die Lampe. 60 Sekunden. Und auch da lasse ich euch dabei. Also hier muss ich sagen, ist doch eine Wärmeentwicklung dabei. Sie ist noch auszuhalten. Ist jetzt nicht so stark. Ich kenne ganz andere Fiberglasgele, die dann richtig, richtig heiß werden. Also hier haben wir eins, ja, uns hört jetzt schon wieder auf. Ist also nicht so extrem, nur ein kleines bisschen. Von daher kann ich euch das gut empfehlen, kann da meinen Daumen hoch geben, weil es gibt wirklich Fiberglasgele, die extrem heiß werden. Und wer jetzt nicht so eine Lampe hat mit Low Heat, wie ich es jetzt in dem Fall auch schon zwar habe, aber ich teste das ja aus, ich möchte ja der Monika auch mein Feedback geben, kann ich ihr sagen, am Anfang ein kleines bisschen zieht es, aber das geht ganz, ganz schnell. Nach der 10. Sekunde ist es sogar dann schon weg. Und dann ist es recht angenehm. So, ich bin jetzt hier 60 Sekunden drin. Wir schauen mal, ob es gut ausgehärtet ist. Perfekt. Und ihr seht, hat sich schon gut hier verhalten. Und möchte jetzt natürlich mit dem Extreme Fiber Premium, dem Fiberglas, dem klaren Gel noch einen Aufbau machen. Denn das ist ja jetzt noch nicht so hundertprozentig von der Form. Das seht ihr, ne? Der Nagel braucht jetzt ein bisschen Aufbau. Und dann nehme ich mir den Pinsel, nehme mir eine schöne Menge auf. Was mir hier auffällt, ist, dass dieses Gel recht klar ist. Das habe ich euch ja schon bei der Präsentation gezeigt, dass dieses Gel wirklich richtig schön klar ist. So, ich brauche wahrscheinlich mehr. Ich setze mir das jetzt hier in der Mitte an, wo mein Stresspunkt liegt. Forme mir da so ein bisschen einen Bollen vor. Nehme mir noch ein bisschen was nach, weil mir das nicht ganz reicht. Müsst
auch ein bisschen immer gucken, mit was für einem Pinsel ihr arbeitet. Und je kleiner der Pinsel ist, desto mehr Mängel müsst ihr dann natürlich aufnehmen. So, und jetzt arbeite ich mir das zu den Seiten hin. Jeder hat ja eine unterschiedliche Art, wie er diese Gele benutzt, wie er aufbaut. Das muss ich euch jetzt ja hier nicht zeigen. Jeder hat das für sich raus, wie es dann auch gut in einem liegt. Ihr müsst immer dran denken, wenn ihr den Stresspunkt in der Mitte habt, setzt dann immer schön halbrund fort. Aber vergesst die Seiten nicht, ne? Also die Seite müsst ihr auch arbeiten, damit ihr an der Seitenlinie eine gute Stabilität habt. Denn nicht nur feilen, sondern auch der Auftrag von eurem Gel wird euch zeigen, wie stabil ihr die Nägel letztendlich habt. Man braucht mit Fiberglasgel keine zu dicken Aufbauten machen. Das seht ihr jetzt auch hier. Ich habe jetzt nicht viel Aufbau. Das braucht ihr auch nicht in dem Fall, weil das Fiberglasgel ja sehr, sehr stark ist. Es ist also ein starkes Gel, es ist ein hartes Gel und da müsst ihr nicht so viel. Ich habe jetzt hier Luftblasen drin durch das Bewegen mit dem Pinsel. Das müsst ihr euch natürlich ausarbeiten. Dann nehme ich mir noch mal einen kleinen Bollen auf. Den setze ich mir hier so ein bisschen mit in die Mitte. Ziehe noch mal in der Mitte wie so eine Art Faden hinein. Und dann arbeite ich mich zur Spitze. Die kann aber dann schon dünn auslaufen. Ne? Ihr braucht hier keine dicke Spitze. Aber wie gesagt, man feilt sich das ja dann auch noch mal zurecht. Wenn ihr jetzt hier, wie in dem Fall, die Bläschen gar nicht rausbekommt, dann zieht euch das so ein bisschen nach oben. Und dann kriegt ihr das eigentlich relativ schnell hin. An den Seiten nochmal schauen, dass ihr das Material gut aufgetragen habt. Dann guckt ihr nochmal in die Linie rein. Ich muss also hier doch einiges nachkorrigieren, sehe ich gerade. Man kann ja bei einer Mandel schräg in die Spitze arbeiten, dass ihr euch Feilarbeit ein bisschen erspart. So, das wird noch gefeilt, so dass ihr dann ja das besser seht. Ich merke jetzt gerade, ich muss es mal aus der Kamera raus, weil ich mir hier in die Seite gearbeitet habe. Ihr müsst doch schon noch ein bisschen drauf achten, dass es euch dann nicht in die Seiten läuft. Normalerweise arbeite ich auch ein bisschen schneller, merke ich. Also heute bin ich mal eine Schnecke. Muss mich aber auch an meine neue Nagelform noch gewöhnen wieder. Gehe wieder mit dem Daumen nach unten, lasse dann ein paar Sekunden warten und dann gehe ich nochmal in die Lampe. 60 Sekunden. Es kann jetzt sein, dass ich doch noch ein kleines bisschen Aufbau drauf machen muss, damit, wenn sich das jetzt so ein bisschen verlaufen hat. Aber letztendlich, ihr feilt euch ja dann auch noch den Aufbau und damit habt ihr ja euren Stresspunkt auch auf der Seite, wo ihr ihn braucht. Ja, also dieses Gel wird gar nicht heiß, da merke ich gar nichts. Ist natürlich jetzt auch die Grundlage, wir haben schon was unten drunter an Modellage. Ich denke, da könnt ihr das auch mal testen, indem ihr es einfach mal als Aufbau benutzt. Aber ich brauche immer Make-up drunter, deswegen ist es für mich da nicht so geeignet, nur mit dem klaren zu arbeiten. Was aber toll ist bei so einem klaren Gel, ihr könnt ja sehr, sehr viel einarbeiten, Glitzer, Flitter und
etc. So, noch eine Sekunde und dann sind wir durch. Das sieht jetzt das Ergebnis so aus. Sieht schon ganz schön aus, der Babyboomer, aber ist noch ausbaufähig. Ne? An der Seite seht ihr, dass mein Aufbau noch nicht ganz hundertprozentig stimmt. Das heißt, ich muss mir jetzt hier doch noch eine kleine Kugel aufsetzen. Auch wenn ich es jetzt hier, ist es noch zu flach, weil sonst haben wir keine Stabilität. Jetzt habe ich ein bisschen rumgesaut. Und da mache ich jetzt eigentlich nur eins. Ich setze es mir genau da an, wo ich es noch brauche. Nämlich hier. Mittiger, ne? Dann lasse ich das wie so eine Art Kugel liegen. Und ziehe das leicht, so dass ihr das hier, diesen Stresspunkt, der ja hier liegt, dass ihr den habt, den anderen Rest, den feilen wir uns ja dann noch. Wir brauchen ja keinen dicken Aufbau. Was ihr auch machen könnt, wie so in der Mitte halt eine Wurst legen, wenn ihr den New Style arbeitet, aber ich denke, hier langt mir das. So, dann ist das jetzt die letzte Schicht, die ihr hier definitiv dabei seid, mit 60 Sekunden und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis geworden ist. Prinzipiell kann ich sagen, auch mit den Pinseln lässt sich hier wunderbar leicht arbeiten. Die sind sehr, sehr leicht, die Pinsel. Bin ich auch begeistert. Haben eine recht normale Spannung. Bin ein bisschen überrascht, dass die sich so gut einsetzen lassen. Aber jeder hat ja da so einige Vorlieben. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, ne? Ihr habt ja hier einen Deckel hinten dran, den dann als Hülle drüber zu machen und dann, ja, sind sie geschützt, so wie wir es ja gern haben. So, es sind noch ein paar Sekunden. Prinzipiell kann ich einen großen Daumen hoch schon mal geben für diese Gele. Sie lassen sich gut und prima verarbeiten. Jetzt muss natürlich noch gefeilt werden und da hole ich euch zum Endergebnis dann erstmal ab. Bis gleich! So, da bin ich wieder, habe jetzt die anderen Finger auch modelliert und fertig gemacht, habe mich hier entschieden für das Camouflage Fiber Extreme hier pur aufzutragen. Hier habe ich den Babyboomer anders gearbeitet, hier habe ich rein an der weißen Spitze nur mit dem weißen Gel gearbeitet und hier unten mit dem Camouflage und habe das nur leicht miteinander vertupft. Hier seht ihr das gleiche nochmal, wie wir es am Daumen hier schon gemeinsam gemacht haben. Aber hier habe ich etwas mehr Make-up-Gel drüber gestreift. So, jetzt kommen wir zum Ende der Modellage und da habe ich mich für ein Versiegeler entschieden von der lieben Monika, den habe ich euch auch schon gezeigt, und zwar den Quick Finish Flexibel Brillanz Silber. Den finde ich jetzt eigentlich ganz hübsch, wenn wir den jetzt hier noch mit drüber setzen, und den normalen Quick Finish mache ich dann am Daumen und am Zeigefinger. In der Mitte werde ich dann auch noch etwas modellieren und im Anschluss euch dann ein mit Design die Hand nochmal fotografieren. Und ja, dann legen wir nochmal los. Brillanz Silber sieht wunderschön aus. Hat so einen richtigen Multiklimmer, finde ich. Und hier habe ich jetzt noch die zwei Finger. Da habe ich nochmal die Schwitzschicht dran gelassen. Von daher testen wir jetzt beides eigentlich aus. Jetzt bin ich aus dem Bild rausgekommen. Es tut mir sehr leid. Jetzt probieren wir das nochmal in der Kamera. Ach, das sieht doch wunderschön aus. Und dieses Camouflage-Fiber hat auch so einen richtigen schönen rosa Touch, so dass man das wirklich auch ohne, ja, wie soll ich sagen,
Oder man kann es als Fullcover halt gut tragen. Und mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich mag diese schlichten Modellagen. Ich habe mir vorhin hier ein bisschen verfeilt. Da muss ich auch aufpassen, dass ich hier richtig reinkomme. Jetzt tue ich noch die Seiten ein bisschen korrigieren. Oh, Entschuldigung. Jetzt bin ich natürlich schon wieder raus, ne? So, und das hatten wir schon mal an mit 60 Sekunden. Und die anderen Finger werden wir mit dem normalen, dem Mittelfinger, mit dem normalen. Ich glaube, ich mache bei den anderen beiden auch noch das Quick Finish mit dem Brillant. Ich glaube, das sieht richtig, richtig schön aus. Ich gehe jetzt mal von 60 Sekunden aus. Wir testen das aus. Ich habe das noch nicht ausprobiert, wie diese Finish-Versiegler ohne Schwitzschicht arbeiten. Aber im Regelfall sollten sie eigentlich nach 30 bis 60 Sekunden ausgehärtet sein. Ja, wie ihr gesehen habt, Babyboomer, ja, der eine liebt es, der andere hasst es. Irgendwann mal, wenn man viel geübt hat und ich glaube auch immer wieder dran bleibt, ist das gar keine große Sache mehr. Aber ich finde es halt auch sehr schlicht und schön, ne? Also das können auch die Kundinnen, die im Büro arbeiten, gut tragen und es sieht immer gepflegt aus. Also wir haben jetzt hier den und der ist ausgehärtet. Sieht wunderschön aus. Also ich bin richtig begeistert. Und dann werden wir den auch noch mal am Zeigefinger und am Daumen noch mit nutzen. Ich muss halt ein bisschen, ich muss euch ein bisschen rübernehmen. Dass ihr auch was seht. Ist immer schwierig, um die Kamera zu arbeiten, aber wir wollten es ja. So. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Varianten, Babyboomer zu arbeiten. Also da könnt ihr euch eigentlich ja, verschiedene Varianten auch mal anschauen und gucken, ob er mit denen klarkommt. Man kann auch mit Pigmenten stempeln. Das ist auch sehr, sehr schön, um so einen Effekt zu bekommen. Also das. Aber ich liebe natürlich auch direkt diese Modellage. Das Einzige, was ich jetzt so sagen würde, ich finde das French Natur oder beziehungsweise das, was wir jetzt hier aufgetragen haben, sogar wirklich sehr dezent. Also das, ich zeige euch vielleicht irgendwann auch mal mit dem richtigen extremen Weißton mal ein Babyboomer. Der gefällt mir sogar noch einen kleinen Ticken besser, weil da das Weiß halt auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht so durchscheinend ist, ne? Das kriegt ihr ein bisschen dünner hin, ein bisschen deckender und das könnt ihr auch gut verteilen. Aber das zeige ich euch noch mal. Jetzt haben wir heute verwendet das Premium Fiber Camouflage. Dann haben wir verwendet das French Gel Soft Weiß. Und wir haben verwendet das Extreme Fiber Premium. Und als Versiegeler natürlich einmal den Quick Finish Flexibel Brillant Silver. Und jetzt für den Mittelfinger zeige ich euch dann noch, weil ich da dann noch ein Design machen möchte, den normalen Quick Finish, der farblos ist oder pigmentlos. Ich werde mich dann später für ein tolles Design entscheiden, was ich mir auf dem Mittelfinger anbringen werde. Aber dann bringe ich euch dann im Nachhinein noch das Bild dazu. Ja, bin ich mal gespannt, was ihr so dazu sagt. So, also für den Mittelfinger, weil ich da ein Design machen möchte. Und hier seht ihr jetzt erstmal so, wie es schön leuchtet auch mit dem Brillanz. Also ich finde das richtig, richtig schön. Machen wir jetzt den normalen. Ups. Was ich sagen kann, dass der recht schön sich auftragen lässt. Oh, bin ich zu weit hoch?
Also den zweiten Teil heute, ne? Den schaffen wir heute nicht so professionell. Aber die mich kennen, die wissen, bei mir gibt es nichts Geschnittenes. Das Einzige, was ich mache, ist zwischendurch, wenn es zu lang dauert, wie gerade durch das Feilen und dass ich euch dann dazu nochmal hole. Aber ich schneide kein Video, von daher könnt ihr immer sicher sein, dass ich euch da keinen Schmarrn erzähle. Jetzt habe ich natürlich vergessen, hier so ein bisschen die mit zu ummanteln, aber das machen wir noch. So, gut, den härte ich jetzt aus. Und dann denke ich, ja, können wir doch so stehen lassen, können wir uns merken, dass die Fiberglas oder Fiberglas-Serie von der lieben Monika Wolters aus der Nageldesign-Werkstatt absoluten Test bestanden hat. Es hat leichte bis mittlere Wärmeentwicklung gehabt, aber eher nur bei dem Camouflage, was ja ganz normal ist. Habt ihr eine Low-Heat-Lampe, dann ist dies optimal, dann merkt ihr gar nichts. Ich habe vorhin die zwei kleineren Finger, also den Ringfinger, den kleinen Finger, ja nur mit dem Camouflage aufgebaut und bin dann in die Low-Heat-Funktion gegangen und da habe ich nichts gemerkt. Also das muss man abwägen. Ich glaube, sowas lohnt sich immer, sich sowas zuzulegen, einfach damit man dann halt härtere Gele oder wie Fiberglas-Gele aushärten kann, ohne dass man Schmerzen hat und die Kunden lieben es und die danken es euch natürlich. So, die 60 Sekunden sind rum. Es ist wunderbar ausgehärtet. Es glänzt wunderschön. Ja, ich mache jetzt noch Nagelöl drauf, aber noch ein Design am Mittelfinger. Und dann mache ich euch noch ein Bild dazu. Das hänge ich euch hinten dran. Ich bedanke mich für eure Geduld, dass ihr heute bei mir dabei wart und auch bei der lieben Monika Wolters. Ich verlinke euch die Verkaufsgruppe von ihr in die Infobox. Und natürlich dürft ihr auch gerne in unsere Nähestime-Gruppe auf Facebook schauen. Dort werden wir natürlich zeitnah auch immer wieder Live-Videos mit den Produkten in der Anwendung, in den verschiedenen Varianten euch zeigen. Habt Spaß dabei, bleibt mir gewogen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann, eure Sylvie.